3 Minuten sollen. Du überwachst das zu, ne? Das geht ganz schnell. Soll ich mal die Uhr stellen? Mal hier, ja, bitte. Dieser großartige Herd hat nämlich sogar eine Uhr. Einen Timer. Aha. So, super Herd. Ich bin total begeistert. Wie bist du, damals auf Journalistik bzw. Politikwissenschaften gekommen? Ich hatte ja irgendwie eine ganz klassische Behindertenkarriere mit Internat und Hauptschulabschluss. Mhm. Mehr durfte man damals nicht machen. Mühsam alles nachgeholt. Solltest du dann auch Bürokauffrau werden? Nein, ich sollte an die Pforte, weil ich so eine nette Stimme habe, sagte der Mann. Oder was wir auch noch vorstellen können, dass ich klebe, irgendwelche Tütchen klebe, weil ich in Kunst immer eine 1 hatte. Entschuldigung, das Lachen, ja. Aber das ist so doof. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du hast ein ganzes Stück Leben noch vor dir, das kannst du nicht in der Pforte verbringen. Ja. Und dann habe ich gedacht, na, dann studierst du halt Politik, mit mäßigem Erfolg zugegeben. Und dann habe ich gedacht, nee, also es muss jetzt nochmal in die Journalistenschule. Ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren. Bin also in die Journalistenschule hingerumpelt. Und dann haben die ein bisschen komisch geguckt. Ich tue jetzt den Ingwer hier mit dazu. Ja, und ich erzähle einfach von meinem bewegten Leben weiterhin. Du erzählst von deinem bewegten Leben. Genau. Nein, das ist wirklich interessant, weil diese Karriere-Geschichten, Karriere in Anführungszeichen, die kennt man als behinderter Mensch einfach. Aber ich sagte, was, ja, ja, ich merke das auch in meinem Job. Also ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit 15 Jahren, bin ich jetzt beim Fernsehen oder so. Aber es ist schon so, ich habe immer das Gefühl, ich muss 150% geben. Mhm. Weil man irgendwie, das ist jetzt meine Spinnerei, weil man immer denkt, ja, wenn du irgendwie mal schwächelst, dann heißt es gleich, naja, klar, ist ja auch behindert. Ja. Und das ist einfach stressig. Deswegen stresst mich mein Job an manchen Tagen wirklich enorm, muss ich sagen, weil ich immer das Gefühl habe, so, ich komme gar nicht hinterher, was völliger Schwachsinn ist, weil ich mache meine Sachen gut, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber du arbeitest jetzt auch oft mit Prominenten zusammen. Gibt es da Vorbehalte? Wie reagieren die auf dich, wenn sie dich zum ersten Mal sehen und du dann ein Vorgespräch machen darfst? Sonst? Ja, bei uns ist es ja so, dass die Vorgespräche ja immer übers Telefon stattfinden. Mhm. Und ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich mir gedacht, soll ich denn jetzt sagen, dass ich im Rollstuhl sitze, dass sie nicht irgendwie blöd schauen, wenn die dann zur Sendung kommen? Mhm. Das habe ich dann eine Zeit lang ein, zwei Mal gemacht und dann, das mache ich nicht mehr. Und wenn sie kommen, dann ist erstmal schon der Effekt, weil sie natürlich denken, sie haben es einem, keine Ahnung, wem ins Ohr erzählt, ihr ganzes Leben. Und man stellt ja da schon sehr, sehr, ja, nicht nur oberflächliche Fragen. Ja. Und dann kommen sie und dann kommt dieser kleine Effekt, so, ups, überrascht. Mhm. Der habe ich das erzählt, aha, also das geht dann doch professionell ab und dann ist da eigentlich, ich habe da nie irgendwie eine Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, was bitte ist das? Ein einziges Mal, aber ich nenne keine Namen. Okay. Aber bei dir, Volker, ist es ja nun auch, wir kennen uns ja auch, weil Volker bei uns auch, so kam das doch, ne? Du hast ein Praktikum beim NDR gemacht, so haben wir uns kennengelernt, ne? Wir müssen erst mal schauen. Aber ich wollte nur sagen, Volker hat auch eine ganz enorme Durchsetzungskraft und einen eisernen Willen. Wenn du das sagst? Ja, das würde ich mal so beurteilen. Also ich bin ja... Ich drehe hier sogar Sardinen für Sardellen an. Das ist nicht allerdings erfolgreich. Doch. Sollen wir mal einmal den Test machen? Hier, ob jetzt, man die gegen die Wand... schon wieder Fehler, Error hier. Aber einfach ab. Das passt. Ja, das passt. Ich möchte aber so gern mal den Test machen, dass man die so zack gegen die Wand. Okay, so die sollen doch an ihr hängen bleiben. Dann. Hat nicht geklappt. Egal. Das war jetzt die letzte Sendung, weil Volker einfach seinen Kredit hier verspielt hat. Ja, Moment, die nette Moderatorin vom NDR zerstört das Studio. Das sind nicht wir. Die Nudel soll natürlich hängen bleiben, sollte die Nudel. Das war's. Die Nudeln sind auch fertig. Und jetzt dürfen wir hier die Orangen-Ingwer-Masse in die Nudeln schütten. Soll das nicht noch ein bisschen mehr reduzieren? Nee, das ist gut. Okay, so, oder? Das ist gut. Ja, wir haben ja ein paar Nudeln, dann kann da die Soße auch schon ein bisschen mehr sein. Ich denke, dass das passt. Hm? Ist gut, Nudeln sind auch gut. In die Nudeln. Bitte gern. Ich würde mal sagen, das war ziemlich lustig jetzt hier. Das war sehr lustig. Wir sind doch gar nicht fertig, ich oder? Also diese, aber wie gesagt, also diese, kann man das hier mal, diese schöne Sauerei hier. Ich danke dir, das haben Sie prima gemacht. Das ist ja vielen Dank. Ein schönes Leben weiterhin, gell? Ja, ist klar. Nein, aber, was jetzt? Ich rühre jetzt hier das Zeug ein bisschen um und dann? Was passiert weiter? Zeug. Nein, ich meine, mit der köstlichen Orangen-Ingwer-Soße. Das ist fertig, bitte, ne? Danke. Ich hole mal den Spargel raus, oder? Salz, Pfeffer darf noch dran. Ach genau, ich dachte mir schon, da fehlt doch noch irgendwas. Ach, die Fisch und Nudeln, ist okay. Der Spargel. Den hole ich jetzt, den habe ich ja runtergestellt. Der sieht gut aus. So, ich mache ein bisschen Fleur de Sel ran noch. Ne? Ah, okay. Ja, ein bisschen Fleur de Sel, ein bisschen Pfeffer. Und dann können wir anrichten. Und dann hole ich den Spargel. Warte mal. Dann holst du den.
Ja, das war ja schon mal. Kannst du ein bisschen. Geht das? Kommst du ran? Ja, so, klar. Also soll ich es machen? Nö, aber. Ein bisschen umrühren. Ich kann immer rühren. Das, was du hier schon reinbrüllst. Dann kann ich nämlich mal eben gucken, nach dem Spargel noch mal gucken. Der Fisch steht da, ist da immer noch vor sich hin. So, ich brauche mal Topflappen. Haben wir irgendwo Topflappen? Topflappen, ich glaube, du musst die Küchentücher nehmen. Hier. Ich habe einen entdeckt. Gina, hier ist einer. Dankeschön. So, dann kann ich nämlich meinen Spargel mal. Da bin ich jetzt mal gucken, gespannt, ob der gut aussieht. Ja, die müssen wir darüber ja noch auspressen. Das ist ja wichtig. So, guck mal, die sieht gut aus, finde ich. Kann ich den hier so raufstellen? Ja, ne? Oh, wie lecker. Wenn die Kamera bitte einmal schauen möchte. Ja? Sieht doch ordentlich, sehr ordentlich super, aus. Super. Ja, sehr fein. So, jetzt müssen wir nämlich den. Warte mal. Bevor wir das essen. Ach, das. Dummes Ding. So, jetzt nehmen wir diese Zitronen, die natürlich wahnsinnig heiß sind. Ich möchte nicht, dass du dich noch mal verletzt, Volker. Nein, nicht einmal reicht. Wollen wir das hier vielleicht auf dem jetzt erstmal so. Jetzt zerdrückt man diese heiße Zitrone nämlich auf dem Spargel und das schmeckt wirklich ganz, ganz ausgezeichnet. So, darüber zerdrücken. Das sieht super aus. Und dann tun wir das am besten mal auf den darauf, ne, oder? Und da vielleicht jetzt mal ein Stück so. Dass man das einen mal so zum sieht, Anrichten, für die, genau. Für die Zuschauer. Die Zuschauer, so, dann muss er die Nudeln. Ein Fisch. Ein Fisch. Sehr schön. Ja. Dazu. Und ein bisschen Pasta. Ein bisschen Pasta. Hier, okay, die nehmen wir am besten hier mit. Genau. Wollen wir da noch mal rühren? Das so ein schönes Zänkchen. Bisschen, genau, sehr schön. Nicht so viel, ne? Soll ja auch schick aussehen. Soll sehr schick aussehen, ja. Achtung. Wunderbar. So. Ja, prima. Sieht doch. Erstmal vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. War sehr lustig mit euch. Ja, großen Spaß. Viel Spaß. Danke für die Einladung. Trinken wir was Schönes dazu. Und genau. Trinken wir einen drauf. Auf die erste Sendung im deutschen Fernsehen, wo ganz selbstverständlich ein behinderter Mensch sitzt und moderiert. So ja, muss es sein. Ach so. Wir brauchen ja nicht aufräumen. Na, das ist sehr gut. Ich muss mich jetzt gleich weg. Du musst gleich weg. Ich auch. Ja, zum Wohl. Und lass mich.